Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hier immer noch an unserer Stelle, wo wir aufgehört hatten, mitten im Wald. Und wir brauchen unbedingt noch ein Lagerfeuer. Damit wir uns was Schönes kochen können. Fire Pit, bitte. So, die können wir mal hier so ein bisschen daneben setzen. Zack. Ganz großes Kino. Wir haben ja nichts am Start hier. Also heißt es, Steine suchen. Der Vorteil ist, man sieht unseren Bau von weit weg. So, ich sammle mal ein, was ich hier alles finde. Stickies haben wir genug. Ich möchte allerdings die Axt immer gerne in der Hand haben. Hier. Ja, wow. So, das ist ein rollender Kopf. Wow. Wow. Und wir haben keine Gesundheit und nichts. Bullshit. Bullshit, ey. Au. Gib mir die Axt. Ah. Oh, was zum Teufel, ey. Was ist denn eure Mission, ey? Irgendwie bin ich hier halb im Flugzeug. Und wir haben keine Energie. Schandhaft. Ah, geht weg. Ich würde ja gerne ins Flugzeug kommen, um irgendwie was zu nehmen. Ah, da sind sie schon wieder. Immer wenn die mal kurz weg sind, dann habe ich vielleicht mal kurz die Chance. So, zumindest habe ich jetzt schon mal die Soda trinken können. Okay. So, komm her. Jetzt mal gucken. Ich kann das Spiel auch. Freunde der Nacht. Apropos Nacht, es wird langsam dunkel. Um eins ist down. Oh Gott, ey. Au, au. Also ich sehe gerade nichts mehr, außer die Blueprints. Okay, sie lebt also noch. Au. Oh Gott, oh Gott. Ich bräuchte Medizin. Oh.
Das ist ja mal wieder herzallerliebst. Bist du bald fertig mit deiner Mission? Au. Ich kann mich nicht verteidigen. Ich kann nicht verteidigen. Nicht verteidigen. Nein. Oh no. Was eine Scheiße. Oh. Und wir sind wieder am Arsch der Welt. In der Höhle. Okay. Nehmen wir die Taschenlampe. So, wir schieben uns mal eine Soda rein. Ein paar Snacks. Gut. Gut, dass wir ein bisschen vorbereitet sind. Ja, machst du noch Licht, bitte? Also das mit dem Licht ist so blöd. Pack mal das Licht weg. Das ist ja scheiße, das sieht ja kein Mensch. Jetzt ist besser. Okay, vielleicht finden wir ja hier eine Flare Gun. Aber bei unserem Glück finden wir, glaube ich, keine Flare Gun, sondern einfach nur massig eingeborene. Da geht's auch lang. Ich check erstmal den Raum hier aus. Ich kann nicht zuhauen. Cool. Ich freue mich. Ich versuche das mal mit der anderen Axt. Geht auch nicht. Wenn ich das Feuerzeug nehme, kann ich auch nicht zuhauen. Das war auch der Grund, warum ich mich nicht mehr verteidigen konnte wahrscheinlich. So, das wieder. Da stehe ich ja voll drauf, ey. Tja, wir kommen jetzt aus der Insel, aus der Höhle raus, ohne die Chance, uns zu verteidigen. Das kann ja nur schief gehen. Oh. Den geht's ja auch nicht mehr gut. Da sieht es aus, als ob es runter geht. Deswegen gehen wir mal hier lang, wo es aussieht, als ob es hinauf geht. Ja, super. Okay, das kann ich schon wieder verteidigen. Nee, jetzt nicht mehr. Hängen da Taschenlampen oben an der Decke? Also ich kann, wenn ich nach oben gucke, hin und wieder kann er verteidigen. Aber zuhauen ist er nicht dazu in der Lage. Ich habe jetzt mal den Speer genommen, damit geht's. So, versuche ich das jetzt mal mit einer anderen Axt. Mit der Rusty-Axt, die wir gerade gefunden haben hier. Hau zu. Wir sind doch da durch. Es funktioniert nicht. Nee, es funktioniert einfach nicht. Wie machen wir das dann? Wir können ja mal versuchen, ob wir das vielleicht so kaputt kriegen. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Jetzt tue ich mir wieder weh. So. Können wir die Taschenlampe auch weglegen? Scheinbar nicht.
Ich habe mal versucht, einfach ins Menü zu kommen. Da wird's rausgehen, ne? Können wir hier irgendwas? Nö. Terrain Classic. Ich würde gern zuhauen. Wir können aber noch mal was versuchen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging. Geld? Mal sehen. Explosive. Wow. Hat ja hervorragend geklappt. Okay, ich denke mal, ich werde das hier rausschneiden, bis ich hier den Weg hinausgefunden habe. Drecks scheiß verbackte Kacke. Okay. Es ist hell. Verteidigen können wir. Wir bewegen uns erstmal zu unserem Haus, um zu speichern, und dann schauen wir erstmal, ob wir den Bug beseitigen können. Das geht, hauen geht nicht. So, wir sind schon da. Oh, dann war die Höhle ja relativ dicht. Das ist gut zu wissen. Also das Geheimnis war der Felsen. Gut, speichern wir mal, damit auch die Blueprints alle da bleiben. Jetzt würde ich noch gerne die Taschenlampe wieder weglegen. Jetzt können wir wieder zuschlagen, ja? Dubios. Okay, gespeichert haben wir. Essen können wir dort. Was kann ich hier hin tun? Da nichts scheinbar. Okay, wir müssen erstmal wieder dann zum Flugzeug, wenn ich es dann so schnell finde. So. Sprinti, Sprinti. Mann, 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 da wurden wir echt in die Höhle verschleppt. Aber was sollst du da auch machen? Bist du doch machtlos. Die kommen zu viert, angekackt. Und dann ist auch noch stockdunkel. So, da vorne ist, glaube ich, das Flugzeug. Ja, ist es. Aber das könnte uns noch öfter passieren. Ich will da rein. Aber keine Chance.
So, kommt man von hier irgendwie da rein? Nee, irgendwie springt man weg. Verblüffenderweise. Das wäre nochmal eine Idee, da irgendwas zu bauen, um da vielleicht wieder reinzukommen. Ein Steinchen fehlt uns. Nehmen wir den. So. Dann hauen wir uns noch mal ein Häschen auf die Pfanne oder aufs Feuer. Aber das C hat man eben gar nicht gesehen, weil das so hell war. Axt wieder in die Hand. Gut. Oh, ein Lizard. So ein bisschen Rüstung. Schadet ja nie. Bei den ganzen Verrückten hier. So, okay. Dann können wir mal anfangen, die Bäume zu fällen. So, der ist durch. Scheinbar. Nee. Komisch. Ja, wow. Da sollte er natürlich nicht entfallen. Egal. Wir holen erstmal die ganzen Bäume hier runter. Hauruck und so. Lumberjack höchstpersönlich. So, und wenn die Kackbratzen hier uns wieder nerven, ey. So fällt er in die richtige Richtung. Dann klappt's auch. Gut, wichtig ist, dass wir die Ecken Blueprints noch nicht bauen, damit wir da noch ansetzen können. Ich hau manchmal, er haut manchmal drauf und da fliegen keine Späne weg, das bringt ja nichts. So, machen wir erstmal den Bereich hier clear. Ich meine, Bäume haben wir ein paar in der Nähe. How you good? So, der wird, das werden bestimmt nur kleine Stickies. Zack. Ich sehe da schon die Brechkante. Ja, das kleine Bäumchen, ja. Hält mehr aus als die dicken. Ist der schon durch? Menü. Sag mal, jetzt. Was ist das denn schön für ein Baum? Verrückt. Okay. Den hier noch. Also ich bin heute nicht gut im Bäume fällen. Ihr seht das schon, ne? Hier geht's weiter. Pam. Pam. Seht ihr, da könnte ich auch Klappe fragen, habt ihr selber schon mal Bäume gefällt? Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Das ist echt keine leichte Sache. Oder auch Feuerholz hacken oder so. Das sind alles so Sachen. Das geht ganz schön auf die Ärmchen. Vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist.
Also ich hätte das damals auch nicht gedacht, bevor ich das nicht getestet habe, aber auch so ein Baum umfällen, das geht echt an die Substanz. Also ich habe da auch voll den Respekt vor den ganzen Waldarbeitern, die das den ganzen Tag machen. Ich meine, man sieht das auch an deren Oberarmen, also. Aber trotzdem. Gut, ich hoffe, dass das Safe Game das überlebt. Jetzt mit dem Patch morgen. Gut, hier noch einer hin. Und dort. Okay, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Folgenpäuschen. Und wir hören uns gleich nochmal am Endscreen. Ciao. Was war denn da los? Da wurden wir echt schon wieder überfallen, ey. Ich könnte hier schon wieder kotzen und dann auch noch in die Höhle verschleppt. Und danach noch nicht mehr rausgelassen worden. Aber gut, mit dem Mighty Stein hat es ja dann doch funktioniert. Und ja, mal sehen, wie unser Lager wird, wie groß das noch wird, wie lange das noch dauert. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also bis dann. Ciao, euer Kaizi.